sind wir wieder. Hier ist der Nachtzug nach Hamburg, der Podcast von Reiko Schmidt, die 963. Ausgabe. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Kurz nach Mitternacht bin gerade mit dem Auto nach Hause gekommen und als begeisterter Hörer des Deutschlandfunk kriege ich natürlich um Mitternacht immer die Hymnen zu hören. Einmal natürlich die deutsche Nationalhymne und dann die europäische Hymne und ich finde es irgendwie auch so ein bisschen altbacken, weil früher, als es noch einen Sendeschluss im Fernsehen gab, vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch dran, seit Jahren wird ja schon rund um die Uhr gesendet, aber als das noch nicht so war, als es noch einen Sendeschluss gab, da kam ja immer die Hymne im Fernsehen und danach kam das Testbild und irgendwann, ja, am nächsten Morgen ging dann das reguläre Fernsehprogramm wieder los. Irgendwie ein schöner Brauch, um Mitternacht die Hymne zu spielen, kennt ihr eigentlich die Texte. Ich habe da heute Abend mal so bewusst ein bisschen versucht mitzusingen, innerlich, nicht laut natürlich, weil ich wollte ja die Fliegen, die bei mir im Auto rumfliegen, nicht irgendwie verschrecken. Aber bei der Europa-Hymne, da haben mir doch ein paar kleine Textstückchen gefehlt. Muss man ab und zu, glaube ich, muss man mal wieder nachgucken, wie der Text genau war, weil es ja schon eine schöne und auch wichtige Sache ist. Auf jeden Fall durfte ich mir diese Hymne in meinem BMW anhören. Aus einer ganz normalen Stereoanlage. Alles andere als normale Stereoanlagen gibt es ja derzeit in Berlin zu sehen auf der internationalen Funkausstellung. Ich habe mich heute mal im Internet ein bisschen schlau gemacht, was so die absoluten Highlights und Neuerungen sind. Für mich kommt es irgendwie darauf hinaus, läuft es darauf hinaus, dass es immer die ewig gleiche Soße in neuen Töpfen oder alter Wein in neuen Schläuchen ist, ob der Kühlschrank nun in seiner Kühlschranktür einen Fernseher drin hat oder nicht, das ist für mich jetzt nicht unbedingt so die Revolution, aber vielleicht habt ihr ja irgendetwas entdeckt, was auf der internationalen Funkausstellung sehenswert ist und was eine echte Innovation darstellt, könnt ihr mir vielleicht mal mitteilen. Apropos mitteilen, vielleicht könnt ihr mir auch noch eine kleine andere Sache herausfinden. Bei der Mode ist es ja manchmal ganz, ganz seltsam. Es gibt Dinge, da wollen wir unbedingt wie die anderen aussehen. Ja, da kommt irgendwas in den Trend, da denkt man, oh ja, das will ich auch haben, egal ob es schon jeder Zweite hat, ich will mit dazugehören. Aktuelles Beispiel sind die Schuhe der Marke Crocs. Jeder hat sie, jeder will sie und da wollen wir uns überhaupt nicht unterscheiden, sondern mit der stumpfen Masse einfach mitlaufen. So ist das einerseits. Andererseits gibt es aber auch Momente, da möchte man sich total abheben und bloß nicht das Gleiche wie die anderen haben. Und ich finde das irgendwie ganz komisch, dass es bestimmte Dinge gibt, die will man haben, weil sie alle haben. Und bestimmte Dinge, die will man haben, da will man nur sie selbst haben. Und kein anderer soll sie möglichst gleichzeitig haben. Und das ist mir bei einem Kleidungsstück nicht gelungen, wo ich dachte, Mensch, das hat bestimmt in Hamburg noch keiner. Ich habe mir nämlich aus New York ein T-Shirt mitgebracht. Und gestern Abend, ja, gehe ich in die Kneipe und da sitzt jemand mit haargenau demselben T-Shirt. Und da diese Marke nur in den Vereinigten Staaten verkauft wird, denke ich mir, das kann doch eigentlich nur ein saublöder Zufall sein, dass jemand sich genau in der gleichen Stadt, weil diesen Laden gibt es in den Vereinigten Staaten, nämlich auch nicht in jeder Stadt, muss man noch dazu sagen, ist aber New Yorker Unternehmen, wirklich in derselben Stadt, möglichst wahrscheinlich noch im selben Laden, dasselbe T-Shirt gekauft hat und sich auch noch in dieselbe Kneipe abends reinsetzt, in die ich auch gehe. Absolut verrückt. Aber da saß noch jemand und der hatte eine Jeans an und diese Jeans fand ich unglaublich cool. Und leider weiß ich nicht, was für eine Jeans das ist, aber vielleicht weiß es ein Nachtzug nach Hamburg-Hörer und da würde ich euch sowas von danken, wenn ihr das rauskriegt. Und zwar ist das eine normale, nein, nicht normale, es ist eine Jeanshose und die hat an der Stelle, wo hinten das Etikett drauf ist, da hat man ja bei Levi's oder bei G-Star immer so ein Lederläppchen, wo quasi die Marke draufsteht und die Größe, an der Stelle, wo sonst dieses Leder Etikett auf der Jeanshose außen drauf ist, quasi da in Gürtelnähe, da war ein rotes, rot lackiertes Metallkreuz aufgenäht. Falls jemand diese Marke kennt, die ein rot lackiertes Metallkreuz an der hinten auf der Jeans drauf hat, wo normalerweise das Etikett sitzt,
dann wäre ich euch hochdankbar, wenn ihr mir eine E-Mail schreiben würdet, einen nachtzug@email.de, einen Kommentar machen würdet unter www.nachtzugnachhamburg.de oder auch die Nachtrufbeantworter anrufen würdet. Ja, die Nachtrufbeantworternummer hat sich ja geändert vor ein paar Tagen, ist jetzt wieder eine ganz normale Hamburger Telefonnummer, die ihr zu euren Flatrate-Preisen ganz leicht erreichen könnt. Da könnt ihr auch immer den aktuellen Nachtzug nach Hamburg natürlich anhören und auch eine Nachricht hinterlassen. Also ich freue mich über Nachrichten von euch. Vielleicht weiß jemand, was das für eine Jeansmarke ist, die ein rot lackiertes Metallkreuz als Markenlogo auf die Jeans draufgenäht hat. Das war's für heute. Dankeschön fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ich sag Moin, Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem, wann ihr mich hier gerade gehört habt. Und dann hören wir uns auf jeden Fall morgen wieder. Dann aus der sächsischen Landeshauptstadt Dresden. Euer Reiko. Mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein. So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen. Iswas Dog mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.